Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn. Ich stehe hier auf Mallorca und mit dieser Insel habe ich fototechnisch noch eine kleine Rechnung offen. Letztes Jahr bin ich zweimal im November nach Mallorca geflogen, um hier Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge zu fotografieren. Ihr könnt euch gerne mal das Video hier oben anschauen. Ich stand nur im Regen, 2 Wochen lang. Wahnsinn. Und jetzt bin ich im August hier. Die Sonne scheint wunderschön, alles wunderbar. Und ich war auch wieder am Playa de Moro, an meinem Spot, den ich eigentlich zum Sonnenaufgang fotografieren wollte. Aber da waren so viele Touristen auf dem Steg, früh zum Sonnenaufgang. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wer hier Urlaub macht, ja, und richtig ballert hier auf Mallorca, wie kann man da um 6 aufstehen oder um 5:30? Wahnsinn. Auf jeden Fall, dort habe ich jetzt nicht wirklich ein Foto machen können mit dem Stativ. Bin jetzt einfach mal so 20 Minuten weitergefahren. So, und hier in Alcanada habe ich jetzt einen Leuchtturm ausfindig gemacht. Der Leuchtturm, er wird von links angeleuchtet. Wir haben jetzt circa 7:30 am Morgen. Und hier erscheint es mir ein gutes Fotomotiv einfach zu sein, weil hier nichts los ist. Ja, hier sind keine Boote auf dem Wasser, noch keine Touris. Nur ein Golfplatz mit einem Rasenmäher, der mich jetzt hier ein bisschen ärgert mit dem Ton. Aber sonst machen wir jetzt dieses Bild von dem Leuchtturm. Ich werde hier auch eine Langzeitbelichtung anfertigen, weil ich das einfach hier machen kann. Ja, wenn jetzt hier Boote auf dem Wasser wären und Luftmatratzen, die sich bewegen und Menschen, würde ich es nicht machen. Aber hier ist jetzt nichts los und ich nutze jetzt einfach die Zeit, um dieses Bild hier vom Leuchtturm zu machen. Wenn ihr hier herkommen wollt, verlinke ich gerne den Standort unten in der Videobeschreibung. Seid auf jeden Fall früher da als ich jetzt, also zum Sonnenaufgang ist das hier bestimmt ein wunderschönes Motiv, wenn vielleicht dann auch noch ein paar Wolken da sind. Aber mei, heute wird es 34 Grad, da machst du keine schönen Wolkenbilder hier. Meine Kamera, die habe ich jetzt hier auf dieser Steinmauer aufgebaut, um hier irgendwie eine Art Steg oder Führungslinie zu haben, die den Betrachter hier auf den Leuchtturm hinlenkt. Und dann werde ich jetzt hier noch einen Filter einstecken oder 2 Filter am besten, vielleicht einen ND1000, weil den brauche ich, wenn die Sonne wirklich schon höher steht, um hier 4-5 Sekunden belichten zu können. Und dann werde ich auch noch einen Verlaufsfilter einpacken. Was Sinn macht, ist vielleicht auch noch einen Polfilter mit einzusetzen, weil die Sonne nahezu aus dem 90-Grad-Winkel kommt, um einfach hier dieses Weiß, also diese Reflexionen aus dem Wasser rauszukriegen. Und so gehen wir das jetzt hier an. Meine Führungslinie hier in dem Bild ist diese Steinmauer. Und was ich jetzt aber als erstes mache, ist, nachdem ich die Kamera in die Waage gebracht habe, RAW-Format eingestellt habe, im M-Modus bin, ich drehe jetzt hier an meinem Polfilter, um den vorderen Bereich hier dieses Wassers zu entspiegeln oder beziehungsweise ich möchte es einfach dunkler darstellen, als es hier tatsächlich jetzt ist. Also diese Reflexion kann der Polfilter sehr gut rausnehmen. So, und jetzt, um das Wasser zu glätten, dass das Bild einigermaßen interessant aussieht, verwende ich jetzt einen ND1000. Den hole ich mal, den Filter. Weil mein Ziel ist es so, irgendwie zwischen 5 und 10 Sekunden das Bild zu belichten. Nicht länger, weil wenn ich es länger machen würde, wäre das hier eine komplett spiegelglatte Fläche. Das schaut dann noch unnatürlicher aus. Sowas 5 bis 10 Sekunden ist hier eine gute Vorgabe. Okay, ND-Filter ist drin, also ND1000. Jetzt verlängere ich die Belichtungszeit. Oh, die Stechmücken sind da. Das gibt's ja gar nicht. Ich richte mich jetzt hier auch nach dem Histogramm. Es ist leicht unterbelichtet. Das sieht man daran, dass diese Wellenbewegung eher auf der linken Seite vom Histogramm ist und rechts ist nichts ausgebrannt. Wenn ich jetzt an der Belichtungszeit weiter drehe, auf 10, 12, 13 Sekunden, seht ihr, wie sich das Histogramm nach rechts verschiebt. Was ich nicht möchte, ist, dass mein Himmel ausbrennt. Und das ist der Fall, wenn mein Histogramm ganz rechts abfällt. Das heißt, wenn rechts eine Spitze zu sehen ist, dann weiß ich, okay, es ist viel zu hell. So. Schau ich mal, wo ich hier rauskomme. Ich werde es auf 6 Sekunden machen. So ist das Bild ausgewogen belichtet. Was ich jetzt noch versuche, ist, einen Verlaufsfilter vorne reinzupacken, damit ich den Himmel noch etwas abdunkeln kann. Verlaufsfilter, also ein Soft-Verlaufsfilter habe ich hier von Haida. Der ist oben ganz leicht abgedunkelt und wird nach unten hin durchsichtig. Den stecke ich in mein zweites Filterfach. Zack,
und der dunkelt mir den Himmel ab. Eine kleine Mini-Wolke sehe ich da hinten, die nehme ich mit. Ich mache jetzt das Bild, fokussiere vorne auf die Insel und das war es im Prinzip auch schon. Mehr ist es nicht, keine Hexerei. So, nachdem ich jetzt die Kamera noch ein Stückchen vorgeschoben habe, um hier wirklich nichts mehr von diesem hässlichen Ufer zu sehen, weil hier ist nur so Seealgentang, gefällt mir nicht. Mal jetzt das Bild auf 6 Sekunden, 5er Blende. Und shoote hier mein allererstes Landschaftsbild dieses Jahr auf Mallorca. Das ist eigentlich ein schöner, gemütlicher Einstieg. Bam. Geil. Das ist ein schönes Bild. Da freut es mich wenigstens, dass es heute Morgen doch noch geklappt hat. Nachdem tausende von Menschen schon am Strand Playa de Muro waren. Als Einstiegsfoto bin ich jetzt hier auf Mallorca mit dem Bild schon sehr zufrieden. Ich habe keine Touris auf dem Bild, habe ein schönes Landschaftsbild hingekriegt und das einfach mit Hilfe von 3 Filtern. Polfilter, ND-Filter und der Verlaufsfilter. Cool. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Projekte. Wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, ich bin jetzt an einem neuen Fotospot, wir haben einen neuen Tag, ich bin wieder zum Sonnenaufgang unterwegs, weil es einfach zum Sonnenuntergang hier sehr, sehr schwer ist, in der Hauptsaison gute Fotos zu machen. Porto Colom ist das Stichwort. Da ist der Leuchtturm von Porto Colom und ich möchte ja nicht nur diesen Leuchtturm fotografieren, sondern auch ein schönes Vordergrundmotiv haben. Ist das was? Dieser natürlich entstandene Lochfelsen bietet sich natürlich an, um hier ein richtig schönes Landschaftsmotiv machen, in Verbindung mit einer Langzeitbelichtung. Und ich bin jetzt hier auf diesen rutschigen, braunen Felsen schon mal ein bisschen rumgeklettert. Also es ist, man braucht hier tatsächlich Turnschuhe oder festes Schuhwerk, weil die sind glatt und ja, einfach slippery, rutschig, nicht ganz so ungefährlich. Und die Challenge jetzt hier ist, mit dem Stativ ein Foto zu machen. Das ist relativ schwierig. An dem Punkt, wo ich jetzt hier stehe, kann ich kein Stativ aufbauen, weil dann kann ich nicht gescheit durch das Loch durchgucken. Also es ist echt schwierig. Jetzt habe ich da vorne einen Fotospot gefunden, wo jetzt mein Stativ sehr wackelig steht. Schaut es euch mal an. Was hier auch ziemlich geil wäre, ist, wenn jetzt hier über den Bogen noch eine Person laufen würde oder schön dastehen würde, vielleicht auch wieder eine Frau mit einem Kleid. Das würde sich auch noch mal super gut abheben hier von der Steinformation und dem Meer. Ansonsten hat man hier so diese Nadelbäume oder was ist es, diesen Busch, der versperrt mir so ein bisschen die Sicht auf den Leuchtturm. Also ich finde es relativ schwierig, hier einen Standpunkt zu finden, aber ich habe mich jetzt tatsächlich hier für den hier entschieden und hoffe einfach, dass das Stativ hier gescheit stehen bleibt. Also der Fotospot hier auch an sich ist nicht wirklich groß. Hier haben auch nicht so viele Leute Platz, wenn jetzt hier Fotografen da sind. Ich glaube, mit 3, 4 Fotografen hat sich's hier erledigt. Also und wenn ihr mal herkommt nach Porto Colom und wollt das Felsentor und diesen Leuchtturm fotografieren, seid möglichst früh da. Dann seid ihr allein, auch jetzt Anfang August. Oder vielleicht habe ich jetzt nur mal Glück gehabt. Ich werde das Bild jetzt hier im Hochkantformat umsetzen. Und pack mir den Leuchtturm wirklich genau in die Mitte des Bildes. Könnte funktionieren. Jetzt hier bei Tag fokussiere ich auch mit dem Automatikfokus. Also ich lege mir den Spot genau vorne auf den Leuchtturm drauf. Und fange jetzt mal an, meine Einstellungen hier zu bestimmen. Ich bin jetzt erstmal hier auf ISO 100 und auf einer 5er Blende. Die Blende würde ich jetzt in dem Fall auch etwas mehr schließen, auf eine 6er oder 7er sogar. Und auch mal sehen, wie wirkt das Bild im Querformat. Ich gönne mir jetzt doch mal den Verlaufsfilter, weil ich glaube, die Sonne, wenn sie jetzt gleich aufgeht, wird die mir alles überstrahlen.
Und dann setze ich jetzt hier einfach auch wieder vor den ND-Filter. Ich mache jetzt trotzdem schon mal ein Bildchen im Querformat mal auf 15 Sekunden, 5/6er Blende, ISO 100. Und genieße jetzt hier einfach mal die Stimmung. Ich bin echt alleine da, das freut mich total. Das ist echt gut. Vielleicht habe ich ja Glück und es fällt hier unten auch noch ein bisschen Licht rein, hier in meine Höhle, weil jetzt aktuell ist es schon relativ dunkel da unten. Schwierige Lichtverhältnisse. Wenn man hier am Abend das Foto macht, kommt die Sonne eben von hinten, ist es viel, viel einfacher. Was mir jetzt am Himmel ganz gut gefällt, sind diese Pastelltöne über dem Horizont. Das schaut schon ganz gut aus. So, jetzt wird spannend. Die Sonne steigt langsam über die Klippe empor. Kleinen Sonnenpunkt sehe ich schon. Oh, reingeschaut. Und jetzt geht es ganz schnell, dass man mit der Belichtung nachregeln muss. Also so beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang muss man echt wissen, was man tut. Das heißt, in dem Fall jetzt hier muss ich die Blende wahrscheinlich gleich weiter schließen oder die Belichtungszeit verkürzen. Ich habe die Blende jetzt hier bei meiner Videokamera etwas geschlossen, damit ihr so auch die Stimmung jetzt hier vor Ort auch miterleben könnt bei diesem schönen Sonnenaufgang. Und jetzt mache ich halt einfach meine 3-4 Fotos, um einfach den allerschönsten Moment hier einfangen zu können. Ja, jetzt knallt die Sonne gerade rein, jetzt kommt sie. Boom. Ganz spannend finde ich jetzt, auch mal nur mit einem Verlaufsfilter zu fotografieren und auf einer 22er Blende, um hier einen schönen Blendenstern hinzukriegen. Das ist jetzt keine Langzeitbelichtung. Ich bin jetzt auf einer 1/5 Belichtungszeit und F22 funktioniert auch. Bam, geil. Mit aufgehender Sonne, schön blauer Himmel. Man kann durchs Tor gucken, was will man mehr? Cooles Bild. Als nächstes klettere ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig hier nach unten und schau mir die Perspektive von unten an. Könnte hier funktionieren, wenn ich die Kamera jetzt hier ungefähr positioniere, dann habe ich noch dieses ganz kleine Wasserloch hier in der Höhle mit auf dem Bild. Hier ist nochmal so ein kleiner Hingucker. Das Bild jetzt hier so zu machen ist extrem schwer, weil der Vordergrund ist richtig schön dunkel, fast schwarz und der Himmel brennt mir fast aus. Schwieriges Bild. Also es ist tatsächlich eine schwierige Einstellungssache jetzt hier an der Kamera, weil die Lichtunterschiede sind wahnsinnig groß. Und das stellt mich dann jetzt hier vor der Herausforderung, was möchte ich zeigen? Eigentlich geht es mir ja um mein Hauptmotiv, um den Leuchtturm. Somit belichte ich den richtig an. Wenn ich das aber tue, wird eben hier das Drumherum sehr, sehr schwarz auf meinem Bild sein oder sehr, sehr dunkel. Und diesen Bereich darf ich dann in Lightroom nochmal irgendwie anheben. Also die Tiefen anheben oder die Belichtung einfach anheben, um 2 Stufen wahrscheinlich. Also hier in der Höhle liegt auch wirklich ordentlich Müll rum. Diese Mund-Nasen-Schutzmaske, die werde ich da auch mal entfernen, weil die versaut mir komplett das Bild. Boah. Die Steine hier sind richtig glatt, speckig. Nicht schön. Wenn es jetzt hier ein Kondom gewesen wäre, würde ich es nicht aufräumen. Da die Sonne links hier aufgeht, leuchtet sie mir hier rechts die ganze Höhle schön aus. Aber leider nicht gleichmäßig.
Deswegen verwende ich jetzt einfach hier wieder meinen Verlaufsfilter und drehe den im Filterhalter einfach nach rechts um, um den Bereich ein bisschen abzudunkeln, dass das hier gleichmäßiger ist im Vordergrund. Tue ich mir, glaube ich, einfach in der Nachbearbeitung. Aber die Schwierigkeit bleibt weiterhin. Die Höhle ist sehr, sehr dunkel. Der Himmel ist schon ultra hell. Schwierige Kiste. Schwierig. Jetzt mache ich hier mein finales Bild. Jetzt ist der Moment da, wenn das Boot hier durchzieht. Ich mache das Foto im Hochkantformat. Habe den Filter nach rechts reingeschoben, also den Verlaufsfilter, dass mir den Bereich hier abdunkelt. Habe von der Höhle hier auch nicht allzu viel drauf, dass das Ganze noch ein bisschen interessant ausschaut, dass man sich denkt, wow, wo steht man da? Belichte den Himmel einigermaßen richtig, dass der nicht ausbrennt. Alles auf 15 Sekunden, 6,3er Blende, ISO 100. Jetzt machen wir das Foto. Zwei gute Bilder. Hallo. Buh. So, Freunde, das war jetzt das Bild hier vom Leuchtturm aus Porto Colom. Morgen geht es wahrscheinlich weiter zum Strand Sacralobra bzw. da in die Schlucht hinein. Es wird wieder ein Sonnenaufgangsshooting morgen. Sonst, ich habe einfach keine Chance, hier ohne Menschen Fotos zu machen. Und auch jetzt hier stehen oben Fotografen an, die warten jetzt, dass sie auch dran kommen. Okay. Auf dem Heimweg habe ich auf dem Auto heraus hier diesen Aussichtspunkt gesehen. Der heißt San Salvador. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt hier diese Serpentinstraßen hochgefahren und hier ist eigentlich jetzt niemand. Bis auf ein Müllauto und ein Laster, der jetzt gerade hier noch ankommt. Wie es hier überhaupt aussieht. Hier steht ein Müllauto. Das möchte ich nicht unbedingt fotografieren, sonst würde ich natürlich auch von weiter weg drauf shooten. Aber jetzt versuchen wir mal das Ganze hier ohne Müllauto zu machen. Und es bietet sich hier auch an, wirklich im Hochkantformat zu fotografieren, weil das ist auch ein sehr, sehr hohes Motiv. Die Sonne steht aber auch schon relativ ungünstig hoch. 9 Uhr früh haben wir jetzt schon. Aber ich schaue mir mal diese Kugeln da vorne an, ob das hier irgendwie funktionieren könnte. Als erstes schaue ich mir jetzt an, welche Kugeln eignen sich jetzt dafür, um hier wirklich mittig drauf zu fotografieren. Das ist nicht exakt die Mitte, das hier könnte sie ungefähr sein. Und hier baue ich jetzt mal meine Kamera auf. Wichtig ist mir jetzt, dass ich in der Waage stehe und hier ganz penibel mein Stativ ausrichte, dass ich irgendwie nichts von den Kugeln anschneide, abschneide und dass mein Motiv exakt in der Mitte steht. Und das ist gar nicht so einfach und ich sage euch echt, aus der Hand kriegt man das nicht hin, wenn man so eine Art von Foto machen möchte. Die Kamera würde ich jetzt auch nicht tiefer bauen, weil sonst versperren mir die Kugeln einfach die Sicht hier auf den Treppenaufgang, auf die Säulen. Deswegen wird es so schon, glaube ich, ganz gut. Ich hebe die Kamera auch noch ein Stückchen an. Jetzt sollte es funktionieren. Jetzt machen wir das Bild. 1/320 Belichtungszeit, 5,6er Blende. Boom. Fertig. Meine Interpretation von San Salvador. Im Querformat funktioniert es auch, weil ich dann hier diese schönen Schatten von den Kugeln hier im Vordergrund habe. Ist ganz schön. Aber schwierig ist dann tatsächlich auch im Querformat diese Kugeln nicht irgendwie anzuschneiden. Und man sieht schon ganz deutlich, wenn man auf 16 mm hier fotografiert, verformen sich die Kugeln an den Randbereichen des Bildes. Also die schauen ganz schön eierig aus. Aber so ist es, wenn man sehr, sehr weitwinklig fotografiert. Es ist langweilig blauer Himmel, aber es ist zumindest mal noch ein drittes Fotomotiv, was ich hier einfangen konnte.